okay, Bayern, naja. Das ist Weltklasse pur. Da muss ich wirklich sagen, absolutes Highlight. Wenn man so ein Los bekommt, da freut man sich drauf. Kam direkt 20 SMS, WhatsApp, gerade für die Kinder hier in Münster. Freut es mich dann, wenn so eine Mannschaft zu Besuch ist. Ich bin halt Sportler, ich will Spiele gewinnen. Für uns war eigentlich von Anfang an klar, wir wollen aufsteigen und dann im Endeffekt wäre das zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, dass du dann halt als Aufsteiger im Endeffekt auch im DFB-Pokal bist. Wir sind dann auch ein Stück weit Risiko gegangen, muss man klar sagen, weil wir dann auch in den Pokalspielen, die wir hatten, oft komplett getauscht haben, 11 neue Leute haben spielen lassen, sind dann auch in Erkenschwick im Elfmeterschießen rausgeflogen aus diesem Pokal, aber immer mit dem Wissen, dass wir ja als bester Regionalligist eh die Qualifikation für den DFB-Pokal schaffen. Wir waren von Anfang an oben auf Platz 1 und dann zu Beginn der Rückrunde eine Serie von 11 Siegen am Stück. Es hat sich dann so eine Energie, so ein Flow entwickelt, den du dann hast einfach laufen lassen. Ja, da hattest du dann schon dieses Gefühl, dass boah, wer soll uns schlagen, wer kann uns schlagen und so. Und so ging das dann ja Woche für Woche auch weiter mit den Siegen. Das war dann so ja, diese Welle, die uns halt getragen hat, dann auch am Ende dann Meister zu werden und die Qualifikation für den DFB-Pokal zu schaffen. Ich glaube nicht, dass das so groß ein Thema war mit diesem Pokal. Wir wollten halt unsere Siegesserie behalten, wir wollten 3 Punkte für die Liga holen. Rödinghausen ist halt grundsätzlich für uns immer so ein recht schwieriges Pflaster gewesen. Ich bin ehrlich, nach dem Spiel habe ich mich geärgert, weil es nur ein Unentschieden war, ich hätte gerne gewonnen. Ich glaube, es war nachher dann auf der Rückfahrt so ein bisschen erst das Thema, wo es dann aufkam, dass wir halt wirklich dann durch diesen Punkt dann auch wirklich nicht mehr einholbar sind, somit auch für den DFB-Pokal qualifiziert waren. Klar, dann wird Bayern München gezogen und es ist halt als Spieler schon immer ein absolutes Highlight. Das FC Bayern ist natürlich das maximale, schwierigste Los. Ich meine, wenn man 11 Jahre in Folge Meister wird, dann ist es einfach eine Konstanz drin, die unfassbar ist. Kann man nur alle Hüte verziehen. So über Jahre hinweg nicht nur Fußball Deutschland zu dominieren, sondern auch im Endeffekt international immer dabei zu sein. Die Jungs, Harry Kane, ich weiß nicht, wer alles kommt. Die sind auf jeder Position einfach Weltklasse besetzt. So, das ist dann einfach nochmal eine komplett andere Hausnummer. Dann haben die mit Gnabry, Sané, Coman, Musiala, Müller, keine Ahnung, das kannst du ja gefühlt jeden aufzählen. Das sind einfach absolute Topspieler. Eine Herkulesaufgabe. Für mich einfach was ganz Besonderes dann für den Heimatverein jetzt hier auflaufen zu dürfen. Ja, der Verein ist einfach Tradition, muss man wirklich sagen. Bundesliga-Gründungsmitglied. Ja, jetzt wieder in der dritten Liga, wollen wir wieder voll angreifen und freuen uns einfach drauf, Schritt für Schritt wieder in die richtige Richtung den Verein nach oben zu führen. Ich freue mich total für unsere Fans, die sich das auch wirklich verdient haben, erarbeitet haben. Sie sind mit uns die letzten 3 Jahre echt durch dick und dünn gegangen. Wir haben uns durch die Regionalliga gepeitscht und haben jetzt mit dem Aufstieg das natürlich gekrönt, diese tolle letzte Saison. Wir wollen den Zuschauern ein Fest in Münster bieten und hoffen einfach, dass wir das hinbekommen. Wir sind der SC Preußen Münster und wir möchten in der ersten Runde des DFB-Pokals die Sensation gegen Bayern schaffen.